Ist echt unheimlich. Und irgendwie ist das nicht mal das Seltsamste, was ich heute sehe. Tja, wenn du mit uns kommst, dann ist das schon was. Hi, willkommen bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday. Mit dabei der Venom. Moin. Willkommen zurück zu Gears 5, zur fünften Session. Wir sind letztens hier stehen geblieben bei dieser kleinen Auseinandersetzung hier. Und jetzt schauen wir mal, wie die anderen zwei Nebenaufgaben aussehen. Also, let's go. Ich bin stark. Ja, übrigens, wir haben das Spiel gestartet und wurden uns Komponenten geboostet, warum auch immer. Aber wie ihr seht, haben wir jetzt einiges kaufen können. Fand ich nett. Aber, ja, scheiß drum. So, Karte. Mal die anderen erstmal finden, gell? Ich hab da was gefunden. Siehst du das? Das Fragezeichen da rechts. 260 West. 260? Ne, sehe ich nicht. Bei mir ist ein Fragezeichen. Auf der Karte sehe ich es. Auf der Karte sehe ich es. Guck mal doch mal, was das ist. Artilleriestellung? Hey Kate, warum halten wir an? Die Drehscheibe ist nicht mehr weit. Wir kommen schon noch hin. Ich will mir das hier zuerst ansehen. Genau. Mach mal keinen Stress, Kollege. Achtung, Delta. Larvenkapseln. Hey, hey! Die hier ist noch frisch! Da ist jemand drin. Hey, hier lebt noch einer! Pisna, Pisna, Amma, Ilian, Hazer, Odysseus, support ihn in Nürn! Sir, langsam, was zum Teufel sagt er? Support ihn in Nürn! Support ihn in Nürn! Ob da will jemand helfen? Scheiße, da müssen noch mehr Kapseln sein! Oh, die wollen anscheinend nicht, dass er reingeht! Parteien, Parteien! Warum musste er sie sauer machen? Er sucht seine Freunde, die wohl schon in Kapseln sind! Warum ist das unser Problem? Was ist das? Ich hab wohl mein erstes Wort verstanden. Herrscher! Ne, dafür ist er jetzt die Flasche da. Oder ein Fänger, ein Herrscher, oder wie heißt das? Ich sehe dich! Oh Mann! Ich bin getroffen! Von rechts, von rechts! Gut gemacht, Jack! Fesna! Was sie verbunden? Was sagt er? Okay, alles sauber. Gesundheit. Mann, das war ein wütendes so. Lassifa. In Parmpu, Itepanien, Odissi, ist er hier? Na los, er ist ein bisschen verzweifelt. Munition brauchen wir immer. Ne? Aufheben. Hätten sie auch noch Munition? Hast du? Na, ich hab gerade. Los, lasst sie platzen. Ja, und Tempo! Schaut. Pass nach, Kog. Gemahn mit dem Fahnsdach. Mach hier an. Klar, ja, gern geschehen. Geh zu deinen Freunden. Bevor wir ausrücken, sollten wir uns hier nach. Kate, hier ist noch ein LC-Kreis. Ach schon. Gut. Tja, das war's. Nichts mehr zu holen. Da nichts wie los? Ja, mehr gibt's nicht. Nur was andere finden. Hast du das vorhin mit dem Fernglas gefunden oder was? Nö. Nee. Wir verlassen die Artilleriestellung. Wir haben noch einen Plünderertrupp gefunden. Er ist sicher. Gut zu wissen. Aber einer ist noch verschwunden. Dann suchen wir weiter. Delta Ende. Okay. Ekindure koi. Etzizine doch.
Stimmt, war da unten, war. Es muss ein Alarm. Ich glaube, immer war da rechts. Das ist ja cool gemacht. Oh, da ging's zur Hauptstory, da will ich ja noch nicht hin. Oh, hier ist Ende. Ich will noch nicht hin. Das ist eine Fahrt. Okay, der Sturm ist vorüber. Und Kate, gut gefahren gut. Oder gut geskifft oder wie auch immer. Fahren wir weiter nach rechts. Ah, da. Bert, hier ist ein abgestürzter Kondor. Eigentlich mehrere, während ich Waffen zu einem gewissen frühesten Freund von mir geschleust habe. Nehmt, was ihr findet. Hab verstanden. Müsste das ja die letzte sein. Und hier kommen Roboter. Quatsch. Achtung, Bibis! Hau ab. Vernichtet! Warum greifen die uns an? Erbieten Sie sich nach Rohr. Kampfmanöver werden ausgeführt. Hab dich! Gefährt. Kein Angriff! Oh. Bin getroffen! Die Dinger sind echt nervig. Ihr werdet erledigt. Hey Bert, warum haben die DBs angegriffen? Dachte, das wäre vorbei. Der Kondor ist vor 6 Monaten abgestürzt. Sie halten euch noch immer für Staatsfeinde. Okay, mal sehen, ob wir was Nützliches finden, bevor wir gehen. Komponent. Oh, nein, das ist nicht die Nebenaufgabe, die wir brauchen. Wir sind noch nicht fertig. Da kommen noch mehr. Boah. Ach komm schon! Feind ausgeschaltet! Happy! Alles klar! Alle erledigt! Wir haben das Wrack wohl ausgeräumt. Ja, wir sollten zurück zum Skiff. Und ich fasse es nicht, dass Bert ein Waffenschmuggler ist. Ich glaube, war da oben. Es fällt dir echt schwer zu glauben, dass Bert für uns Geheimnisse hat? Naja, wenn du das so sagst. Wir sehen nochmal die andere Seite. Ich will mal hier hin fahren. Also, war da links fahren. Na, ich finde doof, dass du meine Markierung nicht siehst. Ja, ist doof. Ja, so rum. Hier schon mal nicht. Was der Sturm war, ist er los. Boah. Mit euch wird's echt nie langweilig, oder? Hm.
Hier ist es schon mal nicht. Muss es weiter unten sein. Ja, Gott verdammt! Aber cool gemacht mit den Klaas. Nenn ich es jetzt mal. Wir sind nah dran. Das sind Startrampen. Und seht mal, da ist die Rakete. Ist sie auf irgendeiner Art Zug oder so? Dann bringen wir sie damit in den Hangar zurück. Nee, hier geht's ja nur noch zur Story. Irgendwas haben wir übersehen. Ich fahr nochmal zurück. Ich will das letzte Teil finden. Also nochmal durch den Sturm. Plötzlich der aber auch anfängt, gell? Weiß das Ding, hab ich gar nicht berührt. Sollte man nicht zu lange drinnen bleiben. Soll das sein? Vielleicht nicht. Aber damit fahren wir mal Schritt durch. Bleiben wir kurz stehen. Ja. Hafendocks. Da nicht schon mal. Ich hab keine Ahnung. Aber das wird mir zumindest als Fragezeichen erzählt. Ich steht, da waren wir schon mal. Ja, schon mal hinfahren. Jo. Wir haben mal das Bild schon mal angefangen gehabt, da ist dabei. Sollen wir anhalten? Dann wollen wir mal. Ich glaube, da drin ist ein großer Bohrer. Sie suchen anscheinend nach Grundwasser. Na, vielleicht müssen wir das auch nochmal machen hier. Hier wimmelt's ja nur von Schwarm. Ja, das Sie sehen uns. Wir ja eigentlich. Ein paar können wir leise ausschalten. Na, die Nebenaufgabe wird mir jetzt auch nochmal nur für ein Treiberwasserwerk. Boden entdeckt! Ja. Na gut, dann fangen wir mal an! Weil wir das Kapitel nochmal neu starten müssen. Ich sag's euch, danach ist Herr der Gunsten gefallen schuldig! Ich bin tot. Also nochmal zurück ins Hauptmenü. Oder wie? Nein, ich guck mal, ob ich so schön kann.
mal beim Überarbeiten. Der Ton weg und dann spiel ich einfach mal zu. Ja, das spielt immer noch Probleme, leider. Ja. Man vermisst die Zeiten, als Spieler rauskamen und die von Anfang an funktionierten. Ja, aber diesen nehme ich so brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Haben wir ja alle schon gemacht. Das ist doch Blödsinn. Mhm. Bin ich wieder im Spiel. Nochmal mit John. Das letzte muss ja hier unten irgendwo. Glaube ich, dass es in der ersten Hälfte noch ist. Kannst beidrehen. Scheint so. So war da unten. Was ist jetzt? Nein, ne? Oh, haben wir jetzt abgebremst? Naja, sei es drum. Dann haben wir es halt nicht gefunden. Sind halt noobig. Ha, unser Raketenzug zeigt in die falsche Richtung. Genau darum heißt es ja Drehscheibe. Nimm die andere Seite und dann rein da. Oh, Alter. Das ist halt so. Okay, und wie drehen wir jetzt das Ding? Als erstes suchen wir den Kontrollraum. Hey, Schwarm. Gegner. Wann immer ihr wollt. Entdeckt. Ihr wisst, was zu tun ist. Ist jetzt entdeckt, oder was? Beim Aufzug! Nee, wir fahren aber da oben. Deckungsfeuer!
Schnapp sie dir! Weiterer Schein! Granate im Anflug! Granate raus! Granatenwurf! Hey, eigener Beschuss! Oh, wäre gut. Netzgebrüll. Oh, hallo. Oh, scheiße, auf, der rückt an! Ja. Granate raus! Der Dieb will es aber wissen, ne? Jetzt muss weg in Ruhe. Jack, Schockfalle! Weil das will er eigentlich gar nicht machen. Ja, du kommst mit der Axt zu einer Schießerei! Okay. Drehscheibe gesichert. Na los, wir müssen diesen Zug drehen. Du kommst mit der Axt zu einer Schießerei. Wo hat denn deine Axt gehabt? Hey, kann mir mal jemand helfen? Weiß nicht. Wer weiß. Sieht nach einem Kontrollraum aus. So, und jetzt ist die Steuerung dran. Jack, dreh den Zug in Richtung des Hangars. Wunderbar. Jetzt muss sie nur noch zurück in den Hangar. Der Zug ist uns wohl einen Schritt voraus. Oh, shit. Na los, schnappen wir ihn uns mit dem Skiff. Oh, Zug-Action. Das kennt man ja noch von Teil 2 damals. General Ram. Der Zug haut an. Los, rauf aufs Skiff. Alle Hände. Kannst du daran erinnern, auf dem Zug zu kämpfen? Grob. Warum haut alles immer ohne uns ab? Paddock, Bert! Die Rakete ist auf einem Zug Richtung Hangar! Moment, was? Das wird nichts! Die Brücke muss jetzt abgesenkt werden! Kann das deine Leute machen? Sie sind nicht mehr da! Warum habt ihr den Zug zurückgeschickt, ohne die Brücke abzusenken? Weil wir können nicht! Vergiss es, wir senken sie selbst ab! Oh, das war nicht schnell, der Zug. Oh, Scheiße! Kate, wir müssen wieder zur Brückensteuerung, schnell! Was denkst du, was ich mache? Nur beides mal. Wenn er so schnell wie das Ding fährt. Boah. Fuck. Wir verlieren die Rakete, wenn wir nicht zur Brückensteuerung kommen. Da wollte mich verarschen. Mal schlimmer hier. Der Zug ist schneller als wir!
Ach nee. Alter. Verdammt, Beeilung, gib Gas! Hey, was machst du denn hätte? Musst du mir gerade mal kurz zum Hof kommen. Weiter so! Oh, wir sind da. Juhu. Da ist das Steuerungshaus. Bring uns ran! Ah ja, kein Stress. Okay, los, los! Der Zug müsste schon längst da sein. Naja. Oh, Scheiße! Das darf doch jetzt nicht wahr sein! Macht sie platt! Die Uhr tickt, Leute! Die Uhr tickt nicht! Die Uhr wird gleich explodieren! Der Zug kommt! Lass die Brücke runter! Jetzt! Los, Bewegung! Nein, die Brückensteuerung ist zerstört! Lassen wir sie auf die altmodische Art runter! Okay! Verdammt, worauf schieße ich? Große Klemme! Das holt sie runter! Treffer! Sie kommt runter! Heilige Scheiße! Das... war knapp. Das war ein bisschen knapp. Oh, allerdings. Komm schon, nichts wie zurück zum Skiff. Wer rastet, der rostet! Schwarm! Los, Delta! Macht sie alle! Aber es ist ein Zufall, dass die Waffen da lagen, ne? Da ist ein Springer! Erwischt! Lancer, ein ordentlicher. Nett! Jill, da drüben, Drohnen! Ah. Dann keine Kettensägen-Action mehr gehabt. Ein Roboter-Lancer kann sich richtig stößen. Da wollte gerade mit der Kettensäge auf mich, der Junge. Da ist irgendwo ein Nest. Hab dich! Muni gesichert! Der Letzte ist tot. Das war's. Gute Neuigkeiten, Kinder. Ich weiß nicht wie, aber meine Sperren melden, dass euer Raketenzug sicher in den Hangar reingefahren ist. Freut mich zu hören, Paddock. Das waren meine guten Neuigkeiten. Ihr habt noch einen Job. Besorgt die Zielpeilsender des Hammers. Peilsender? Für den Hammer der Morgenröte? Unser System basierte auf Zielpeilsendern. Ich wollte darüber nichts sagen, bis klar war, dass du an die Rakete kommst. Und wo sind diese Sender? Im Südwesten, eine Kosmonautentrainingsanlage. Eins ist klar, ohne diese Peilsender gibt's auch keinen Hammer der Morgenröte. Okay, sind dran. Ja. Weißt du Bescheid? Natürlich. Die Größe der Rakete? Sie ist riesig! Raketen sind groß. Kennst du den ballistischen Koeffizienten, um Luftwiderstand auszugleichen? Nein. Kenne ich nicht. Naja, er ist hoch. Daher die Größe. Sag mal, wie ist es eigentlich, Sachen zu wissen, die niemanden sonst interessieren? Dann suhl dich in deiner Ignoranz, Mann. Nicht mein Problem. Ganz deiner Meinung. Danke. Den Weg dahin finden. Ging mal hier lang.
Transporter gucken. Ja. Warte mal, gleich noch eins. Also Kate, deine Kopfschmerzen. Ja, ja, das haben wir alles schon gemacht hier. Ja, es tut mir nicht an, das geht glaube ich auch nicht. Mir auch nicht. Bei dem geht's mir gut. Mir wird's auch nicht angezeigt, aber das haben wir hier oben alles schon geschafft. Und diese Idee mit deiner Mutter, dass sie... Das ist keine Sache. Ich sah sie. Oder das, was aus ihr wurde. Ja, weil wir das Kapitel neu starten mussten, ist natürlich alles weggegangen aus der Karte. Und mich alles schon abgeschlossen haben. Ich glaube, das ist der Wasserturm, den Paddock meinte. Sehen wir uns das an? Wie Jin wohl reagieren wird, wenn sie erfährt, dass wir den Hammer online bringen. Mal wieder. Siedlung 2 hat ihre Meinung ein wenig geändert. Natürlich nicht dank mir. Ich frage mich oft, woher sie eigentlich den Riesenstock im Arsch hat. Captain Phoenix sagt dazu nur kein Kommentar. Paddock, Baird, wir gehen zur Trainingsanlage und holen die Sender. Gut zu wissen. Wir sind bereit. Was ich mich frage, wie konnte all der UUR-Weltraumkram geheim gehalten werden? Also, wie genau hat die Corps das geschafft? Ganz einfach, weil die Corps die Zeitung kontrolliert hat. Weil Historiker eine Erlaubnis gebraucht haben, Bücher zu schreiben. Geheimnisse? Geheimnisse sind leicht zu wagen. Ja, da sind wir uns wohl alle einig. Mhm. Krass, seht euch diesen Krater an. Was zum Teufel war das bloß? Die Corps war das. Sie haben mit einer Leichtmassenrakete auf uns geschossen. Kurz bevor wir die Kontrolle über die Anlage gehabt hätten. Moment mal, was? Die Corps? Ich dachte, das wäre ein UOR-Bürgerkrieg. Verlierer schreiben nie Geschichte, Vascari. Gerade du solltest das wissen. Toll, dass du meine Volkszugehörigkeit da wieder reinbringst. Danke dafür. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Hilf mir! Kannst du den Tisch wieder rum? Ich habe ihn eingesammelt. Schon eine Weile her. Okay, Paddock, wir sind hier. Hör zu. Während des Angriffs war ich mir sicher, dass die Peilsender irgendwo hier sind. Aber das Computervirus hat uns aus allen Gebäuden ausgesperrt, bevor ich sie erreicht habe. Bis dann Bot das korrigiert hat, kannst du sie eh nicht erreichen. Hörst du das, Kumpel? Unser Schicksal in deinen Metallhänden. Such ein Terminal mit Zugriff auf Sicherheitsbüro der Lobby. Was hacken Sie sich das Sicherheitsterminal? Und das? Das ist das Sicherheitsterminal. Jack muss sich jetzt nur da reinhacken. Da. Nee. Ich könnte es ja. Ich auch nicht. Ich muss mal im richtigen Winkel stehen und da ist so drin. Hallo? Man kann Jack nicht befehlen, was soll denn das? Ne, das hat nicht funktioniert. Was, hey, wenn dein Bot einen Impuls setzt? Kanal und dann gab den B gedrückt. Er hat gerade einen Tipp gegeben. Du quatschst genau rein. Irgendwas mit Impuls. Jack, Impuls. Können wir Jack durch den Belüftungsschacht schicken? Ach komm, als ob der da nicht durchpassen würde.
Mal nach, ob der Schacht zur Sicherheitszentrale führt. Paddock, wo sollen wir suchen, wenn der Virus erledigt ist? Das Zentrifugengebäude. Die Peilsender waren wohl dort versteckt. Zentrifuge, verstanden. Oh gut, dass die Kameraden sich besser auskennen mit Dingen als wir selber. Nee. Einrichtung aktiviert, Delta. Ich wusste, Jack ist gut. Kinderspiel. Paddock, Jack hat den Virus geknackt. Wir sind drin. Dann hast du jetzt vollen Zugriff auf die ganze Anlage. Ja, die ist sehr groß. Dürfte die Zentrifuge sein. Ob Sturm oder nicht, wir gehen darüber. Da, wohl der andere Kondor den Bert verloren hat. Wenn möglich, sollten wir ihn uns ansehen. Aber die Peilsender haben Priorität. Ja, stimmt. Mal zu behalten. So, ja, Komponenten haben wir eigentlich 14. Das können wir noch upgraden. Was haben wir hier? Hatten wir das nicht schon? Ey, seitdem das Update da kam, hat sich ja einiges geändert. Was hast du gemacht? Irgendwas. Muni. Ja, Jack. Hier ist ein Safe für dich. Öffne den Safe, Jack. Nummer 5. Da kann ich ja noch mal was machen. Immer den Zapper verbessern. Du kriegst jetzt wieder Hallos, dass es wieder so langsam läuft. Sieht wohl so aus, als müssten wir den Sturm durchqueren. Beeilen wir uns. Sind noch keinem Schwarm begegnet, das ist ein gutes Zeichen. Erwarte nicht zu viel. Noch nicht. Auf Bürgerkrieg und bei dem könnten sie überall sein. Hält doch schon Massenmunition, ja. Scheiß mal, Raketen immer so wenig findet für den Raketenlancer. Das ist doch schon. Du hattest recht. Da ist er. Ein Zion! Und da ist eine Bastion! Na los, erledigen wir die Arschlöcher! Jack, schnapp sie dir! Ich den in der Mitte! Also. Musst du vorher kommunizieren, wenn der angeht. Der Bot hat eine Macke! Kümmert euch um ihn! Hat er gerade unseren Bot wiederbelebt? Sehr witzig. Brandgranate! Erledigen wir den Zion! Bastion muss weg. Hey, eigener Beschuss! Was ist unser? Der lässt sich doch von den anderen wieder schlecht abschieben. Ach komm schon! Da, wo hängst du dich hin? Aber meine Kameraden mich weggeschubbt haben, ey. Seid ihr. Schuppen die mich da einfach aus Deckung weg. So,
Welche Lappen, ey? Okay, alle Schwarmärsche gesäubert. Und ich weiß, wie das geht. Schwarmärsche. Ja, wir sollten einfach weitergehen. Okay, das wäre nett. Bäm. Hier was Schönes. Oh. Moment. Okay, alle Ausgänge sind versperrt. Was jetzt? Kumpel, versuch's mit dem Kran. Das ist Jack. Da drüben nicht, aber es hat's gebraucht. Das war wohl nichts. Dann versuchen wir einen anderen. Den müssen wir auch nehmen. Jack, versuch's mit dem Kran da. Der andere hat nachgegeben. Der wollte nicht. Ja. Geschafft! Hoffentlich klappt es. Klatsch, runter durch. Mhm. Alles klar, Jack. Auf ein neues. Hey, Dude. Ich schießen. Naja. Mach du mal. Die zieht wohl den, das den Kern nicht mehr raus. Ich will das jetzt mit dem Messer. Nö, ich will das mit dem Messer. Ja. Aber jetzt zieht's raus. Jetzt lang. Hallo? Ach da, geh hoch. Oder auch nicht. Geh mal hier an der Seite hoch. Macht Sinn. Ich glaube, Jack muss den Kran da oben benutzen. Jack, gib den Haken frei. Sollten die nur ohne Jack machen? Da haben wir's. Aber der arme Sau, der Jack steuern muss. Wenn man zu dritt spielt, das stelle ich mir auch nicht unbedingt los, so geil vor. Es ist ja auch, Jack ist ja auch für die Leute gedacht, die mit Gears nicht so viel Erfahrung besser, haben und oder nicht auf die Action stehen. Ja, boah, nicht auf die Action stehen. Dann zock ich doch kein Gears. Ja, dafür hat er zwar der Entwickler aber gesagt. Ist halt eine Unterstützerklasse. Das ist einfach nur der Sklave von den zwei. Oder so, ja. Wenigstens gibt es noch ein paar normale DBs. Ja, ja, die stehen doch bestimmt gleich auf hier. Ist das hier bei Star Wars hier? Los, hier entlang! Vorsicht! Der Sturm, ey. Euer Ernst? Wir sind fast da! Die Zentrifuge ist direkt vor uns! Passt auf! Da ist noch Gegner. Einer! Sie kommen! Nicht sehr lange! Das kommt aus dem Sand. Aua. Hier ist Munition, falls ich muss. Auch für einen Granatlenser. Gehen wir rein! Das ist gut.
Lag was im Sand. So, die Granaten meinst du? Ja, da lag auch Granaten. Da gibt's aber nur Munition. Nee, da gibt. Hier, da hat bestimmt auch Geld gegeben, oder? Ah ja. Hast du mal gezählt, wie viele Türen wir aufgemacht haben schon? Na, das sind so mehr oder weniger so Checkpoints. Ja, so eine Ladesequenz. Okay, wir sind drin. Zum Teufel sind die Peilsender. Sicherheitskameras checken. Na, wen haben wir denn da? Scheiße, noch mehr. Das sind einige. Sicherheitskamera. Ist nix. Das bei dir war doch? Aber mal. Das war's. Das sind einige. Da hinten ist was vor. Ja, ich seh's. Das Ding geht doch nicht mehr, ist so verbrannt. Daran nichts machen. Na, dann drücken wir mal hier. Ja. Oder hier. Nicht. Leute, da. Oh, jetzt das Ding jetzt. Stimmt. Wie kriegen wir sie da raus? Wir könnten den Arm rüberschwingen. Hier ist eine Plattform. Probieren wir's. Jetzt kannst du hier drücken. Wie werden sie jetzt, das sieht jetzt witzig aus. Die stehen da unten mittendrin. Unfassbar, dass das Schrottteil noch geht. Den dreien wird so ein klein nicht gut gehen. Aber sie wird nicht langsamer. Hey, Bot! Was hast du getan? Das Teil ist älter als du, Mann! Jack kann keine Wunder vollbringen! Wie wär's mit einer Notbremse? Also da unten sind Steuerelemente. Natürlich. Nochmal. Jetzt hinten offen, oder was? Denke ich mal. Jo. Ja. Muss man da drinnen stehen, wenn das Ding dann gefahren kommt? Nee. Keine Lust. Okay, sie sind aktiv! Hey, wow, mir ist das egal. Kümmere dich um die Fehlfunktionen! Okay. Kümmern wir uns um das Ding. Sind ja schon fast alle ausgeschaltet gewesen. Ja. Kommt her, wir müssen gemeinsam ziehen. Verflucht! Warum bringt das nichts? Die Bremsen könnten 90. hinüber sein. Darum kümmern wir uns später. Schwarm! Achtung, Granate!
Klatsch. Kommt die jetzt auf eigentlich her? Da kriechen ja noch zwei. Da kommen noch mehr! Yeah, Baby! Willkommen im Mixer! Bleib drinnen stehen und tschüss. Achtung, Granate! Er wirft mir die Granate vom Kopf. Mal jetzt fertig. Achtung, sie beschleunigt! Oh. Leute, da drüben, Herrscher! Scheiße, ausschalten! Ja, natürlich ein paar Sender gehabt, oder was? Oder nicht. Gut, das hat doch geklappt. Vielleicht. Hab ich jetzt das Ding abgeschossen? Jetzt soll bestätigen, dass die Peilsender okay sind. Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich hab gerade meine Rakete geschossen. Ha, das war witzig aus. Lass die Diagnose über die Sender laufen. Munition gucken, die haben alle nur diese doofe Waffe. Gott sei Dank. Paddock, Baird, die Sender sind sicher. Sie sind außerdem wesentlich größer als gedacht. Die kriegen wir nie im Leben alle ausgeht. Meine Lente ist auch... Meine Leute transportieren sie. Gut, aber Delta, ich brauche so schnell wie möglich einen hier, um ihn mit unserem Netzwerk in UFIRA zu kalibrieren. Schafft ihr das? Ja, ich schlepp das Ding zum Skiff. Oh Mann, echt schwer. Alles klar, Baird, wir gehen zurück. Paddock, schick deine Leute, damit sie, wenn möglich, die übrigen Sender einsammeln. Delta, zurück zum Skiff. Gehen wir mal zurück. Weißt du, wenn Paddock Leute hierher schickt, sollten wir wohl den Rest des Schwarms vernichten. Er hat heute schon genug Leute verloren. Sorry, Leute, aber im Gefecht bin ich gerade eher nutzlos. Bleib bei mir, Kumpel. Ich geb dir Deckung. Sieht schwer aus. Wenn's denn du schon wieder rum? Ein paar Teile einsammeln. Kann man was upgraden? Ich brauche hier Hilfe! So. Jetzt müssen wir ja gleich ins nächste Kapitel gehen. Oh Moon. Okay. Schon weniger als ich war. JD, alles klar? Ja, geh einfach. Ich hab 29. Na, dann nimm du.
Also der Sturm wird nicht besser, eher schlimmer. Wie schade. Wir gehen wieder rein. Okay, Delta. Der Ausgang ist auf der anderen Seite. Schwarm in Sicht, Leute! Geh mal hinter diese Sanduhr-Dinger! Das nennt man Fulgurit! Ist doch Jacke wie Hose! Ihr müsst die Geschütze ausschalten! Geschütze. Da drüben haben sie Geschütz. Oben. Schnapp sie dir! Ich hab Jack losgeschickt, dass er den übernehmen. Da drüben ist er schon. Bastion, scheiß. Los, das Geschütz macht uns sonst platt! Schießt doch gar nicht. Zieh dich. Alles sauber. Los jetzt, rein da. Da ist noch eine Kiste. Wir dürfen das Geschütz nicht benutzen. Haben wir nicht mehr. Na, warte mal, da kommt bestimmt wieder was, was wir hier aufschmeißen muss. Ich hab schon mal den ihre Deckung. Ups. Nein, den will ich nicht. Den ihre Deckung kaputt gemacht. Oh, aber dann Jack an die Arbeit. Die Tür ist zugeschweißt! Jack, schneid die Tür auf und zwar schnell! Naja, die kommen jetzt eh alle von hinten. Überraschung! Noch mehr vom Schwarm! Wer hätt's gedacht? Dann halten wir sie auf! Durch. Mist, hier sind Silence! Und sie haben Bastionen! Gib mir die Bastionen, Junge! Schalten wir sie aus! Eines ist bald kaputt. Voll. Ah, noch weniger. Wie die Rakete vorbeifliegt wegen dem Wind. Wichser. Na, 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 na. Boah, einmal kriegen wir nicht dahin, wenn wir eigentlich einmal richtig zu machen, gell? Das sieht nicht tot aus. Sind zwei. Sie sind tot! Die Tür ist offen! Schwingen wir unsere Ärsche rein! Trotzdem, wir wollen immer, wie viel wir gemacht haben. Und die kriegen wir nicht mal auf die Erde 2 wegzumachen. Gibt halt okay, nur ein Gears-Team. Das Schiff ist nicht mehr weit. Ja, das sagst du so einfach. Wie geht's dem Peilsender? Die alten sind in Rente. Das ist das Wichtige. Du musst wirklich gut drauf aufpassen. Ja, ja, schon klar. Schicksal der Welt. Kein Druck. Hört ihr? Na gut, der wird immer... Entschuldigung, wenn man das Ding kriegt. Los jetzt. Wir sollten zum Skiff. Ja. Lars, Del. Einer von euch muss kurz helfen. Das ist fast denn nichts mit. Los, Delta! Gehen wir zurück zum Skiff! In das.
Weißt du was, Kate? Du bist ziemlich gut in dem ganzen Führungskram. Ich versuche gar nicht, in irgendwas gut zu sein. Ja, und deshalb bist du gut darin. Wenn wir den Corporal genug gebauchpinselt haben, sollten wir entscheiden, ob wir zum Flugplatz zurückkehren oder nicht. Paz hat recht. Oh Mann, das zu sagen tut mir echt weh. Zum Glück passiert das nicht so oft. Etwas verstehe ich nicht. Das war ursprünglich nicht immer UOR-Gebiet. Warum haben Sie Ihren Hammer der Morgenröte so nah an der Grenze zur Core gebaut? Vascari-Technologie, mein Freund. Dafür sind wir bekannt. Wir erfanden den Transistor, den Mikrochip. Und während wir die Welt zivilisierter machten, erfanden die werten Nachbarn natürlich Panzer, Gewehre und Raketen. Schätze mal, die UOR marschierte ein... Aber mal vor uns hier, ist klar. Sagte, oh, hallo, das gehört uns. Verpisst euch und tschüss. Ich meine, wo ist der hinterhältigste Ort, um deine Superwaffe zu bauen, ha? Gleich an der Grenze zum Feind. Brillant. Sind Paddocks Nomaden in der Lage, die übrigen Sender zurückzubefördern? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber wir zurückfahren komplett. Aber die Wüste ist gnadenlos. Zu jedem. Baird vertraut Paddock, wir vertrauen Baird. Gemäß Äquivalenzrelation vertrauen wir also Paddocks Nomaden. Die Was? Bücherfass. Sie stecken voller wertvoller Erkenntnisse und Ideen. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wie wär's damit? Wir vertrauen Paddock und seinen Nomaden, bis etwas dagegen spricht. Und bisher alles okay. Von mir aus? Keine Ahnung, ob es richtig also, war, aber ich fahre. Was ist jetzt mit dem Wasserturm? Halten wir an oder nicht? Oh, ey. Sorry, der Wind hat geblendet. Naja. Frauensteuer, das wird teuer. Mir ist was aufgefallen. Der Schwarm scheint anders, schlauer, trickreicher. Ja, und er hat coole neue Waffen und Rüstungen. Paddock hat uns davor gewarnt. Er meint, es hat vor ein paar Tagen angefangen. Als wir am Mount Kadar waren. Halt, meinst du, es hängt zusammen mit... Mit der Rückkehr ihrer Königin? Ja, das weiß ich. Und es wird nur noch schlimmer, wenn wir den Hammer nicht online kriegen. Da ist schon der Flugplatz. Was ist das Gift so nah du kannst? Das Ding ist schwer. Oh. So, nah genug. Da liegt was auf dem Boden. Ey, ich kann nicht aussteigen. Steig nochmal ein. Na dann, also. Ich bin zu nah. Ich bin jetzt zu nah dran. Also ja schon mal. So sieht man sich wieder. Ich hab mir was übersehen. Guck mal, was hier liegt. Nimm mal mit. Warum komme ich hier nicht rein? Hä? Die wollen jetzt nicht drin haben. Hallo? Was bauen die uns den Eingang hier zu? Ich glaube, wir sind hier am falschen Eingang. Anderen Eingang gibt's ja nicht. Da war da links, mal gucken. Steig mal ein. Ich kümmere mich um die Navigation. Ist das bescheuert? Wow. Mal den Eingang. Immer noch ein falscher Eingang. Hier vorne ist der richtige Eingang. Bringen wir das Ding zu Baird. Geh voran, Paddock! Alter, wie dämlich! Hinten. Er hat mir die neue Modifikation erklärt, die er für euren Bordfreund gebaut hat. Es war so öde, dass ich mal raus musste.
Wahrscheinlich sollten wir diesen Sender schnell abliefern. Und du glaubst... Nun, das wird die Welt retten. Baird, wir sind mit dem Sender... Ich denke nicht. Den Zielpeilsender ab. Ich kümmere mich gleich darum. Gerne. Hier ist dann die letzte Besserung für Jack. Wahrscheinlich. Oh. Wo müssen wir jetzt auf? Geh ich mal davon aus, ja. Boah, JD, gib Gummi. Ich in die Hosen geschissen hat. Kein Bock mehr. Hey, Bert. Zeit zu reden? Also, hör mal. Du hast eine Rakete zu starten und ich muss zurück nach Nuepira. Ja, stimmt, natürlich. JD, alles gut. Ich arbeite mich durch. Wir sprechen später. Ich weiß das zu schätzen. Danke. Paddock sagt, du hast an was gearbeitet? Genau, ein neuer, verbesserter Schildprototyp für Jack. Los, installier ihn. Ja. Jack erzeugt vorübergehend einen Energieschild, der feindliches Feuer blockiert und eigene Schüsse durchlässt. Im Koop kann nur der Spieler, der Jack steuert, diesen auslösen oder upgraden. Installiert ihr jetzt das Modul? Ich muss einen Flug erwischen. Okay. Interessant. Was hat denn der so? Die Barriere hält 50% länger. Kugeln werden von Jacks Barriere reflektiert. Jacks Barriere ist größer. Jacks Barriere explodiert nach Ablauf der Zeit. Das Modul. Ja. Installiert. Ja. Dann erzähl mal. Er ist ziemlich interessant. Erst baut er ein ionisiertes Vektorfeld ab. Berg, keine Vorträge! Komm hier raus! Schwarm in Anmarsch! Kurzversion ist Stoppkugel. Jetzt raus und benutze es! Delta, komm schon! Kurzversion ist Stoppkugel. Jack, Schild! Ha! Erfolg! Und gleich beim ersten Versuch! Sogar Raketen, Junge! Was, du hast das nie getestet? Oh! Du bist tot! Vorsicht! Lungen geladen bei mir auf, doch muss dafür bezahlen! Oh Gott. Na, das ist ja cool. Bin unterwegs! Ja, es wird langsam zur beunruhigenden Routine. Ich auf die Einschätzung. Ziel gefälligst! Ah, ja! Na, werden sie davon erschlagen. Okay. Wir sind noch nicht fertig! Alle auf die Piste, bevor Bert nicht mehr wegkommt! Sie haben uns eingeholt! Säubert die Piste, sonst kommt Bert nirgendwo hin! Ich hab gerade zu weit bei mir. Los, Delta, lass nicht nach! Ach, von neben, nicht draufschießen. Ich glaube, das Ding ist im Weg für Bert, ja? Na, der Feind steht immer. Hey, 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 ich bin! Na, ja, wie macht das Ding gar nichts?
Ach komm, das kann mich überhaupt nicht treffen. Hilfe! Sehr gut. Mehr. Ich denke, das Griff hier geht jetzt doch kaputt, oder? Wahrscheinlich. Wenn er losfährt, sowieso. Wir wollen wohl, dass du bleibst, Berg! Werfe Granate! Deckungsfeuer! Granate raus! Deckungsfeuer! Und der nervt mit seinem Deckungsfeuer. Der nächste. Oh. Was war jetzt? Ups. Oh Mann. Ist der Rotor reingelaufen oder was? Vielleicht. Dödel. Könnte sein, dass das vielleicht passiert ist. Sie haben uns eingeholt! Säubert die Piste, sonst kommt Bert nirgendwo hin! Los, Delta, lass dich nach! Wenn du mir Spassi! Was war denn tot? Sag mir nicht, du bist jetzt in den Rotor angelaufen. Vielleicht. Aber zu mir Dödel sagen. Ich hab das jetzt überhaupt nicht gesehen. Naja. Sie haben uns angeholt! Säubert die Piste, sonst kommt Bert nirgendwo hin! Los, Delta, lass nicht nach! Was gar okay! Was tun wir, Spassi? Na wollen wohl, dass du bleibst, Ben! Also auf dem Rotor, oder? Naja. Ich glaub, ich komme nicht mehr so weit vor. Deckungsfeuer. Lass uns nicht warten! Domokdell! Er ist tot! Uns bleiben! Okay, Flugfeld gesichert. Jetzt kann Bert den Sender hier wegbringen. Na los, wir haben ganz links oder ganz rechts zu erledigen. Okay, Delta, zurück aufs Skiff. Bin drauf. Warte auf, wir fliegen jetzt.
Flugzeug war man nicht mehr. Ja, und jetzt? Also, machen wir jetzt weiter? Hoffentlich! Wohin sollen wir denn? Das Spiel macht mich fertig. Hallo, Leute? Ich kann nicht aussteigen. Ich navigiere. Lass mich immer zuerst aussteigen. Wer lupft aber bei mir keinen Sound mehr. Was muss man überhaupt machen? Ob da irgendwas nicht ausgelöst wird. Naja, das ist es ja. Hier ist irgendwas nicht ausgelöst worden. Gehen Sie wieder zurück auf das GIF. Und irgendwas muss dann ausgelöst werden. Da steht jetzt auf einmal Bert. Fliegst du jetzt weg? Bin drauf. Ort abgeschlossen. Das werden wir jetzt einfach nur wegfahren. Fahr einfach mal weg. Also, machen wir jetzt weiter? Hoffentlich! Oh. Da geht's nicht mehr. Kinder, noch mehr schlechte Nachrichten. Natürlich. Was ist denn los? Meine Leute, die anderen Peilsender transportieren. Du musst sofort dorthin. Der Konvoi wurde angegriffen. Wo? In der Nähe. Die letzte Nachricht kam aus der alten Stadt. Alles klar, sind dran. Mann, den Nomaden ist nichts vergönnt. Seht ihr das? Da vorne ist Rauch! Oh, Scheiße, das ist der Konvoi! Okay, gehen wir rein und sehen nach, was wir hier finden. Eine Menge kaputte Autos. Wir müssen ihnen helfen! Und Gegner. Da kommt noch so ein verdammtes Vieh! Der Schockfalle! Erwischt! Nicht mit dem Denken. Was ist denn passiert? Gute Arbeit, Jack! Bleib bloß unten! Weil fast tot war. Okay, alles klar. Checken wir die Sender. Wirken nicht beschädigt. Geht's Ihnen, Doc?
Saboropal, Ekindur, Eki. Ekindur, Eki. Paddock, Kumpel, hörst du das? Sagt, die Sender sind sicher. Ich schicke Leute zur Abholung. Und keine Sorge, sie werden gut bewaffnet sein. Dann los, ab zu eurer Rakete. Okay, Delta Ende. Gut, wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Ich schwöre, wenn wir diesen Nomaden noch einmal die Haut retten müssen, dann... Eieieiei, müssen wir denn alles alleine machen. Ich lege los. Ich melde mich. Ja. Okay, Bert. Gute Reise. Dir auch. Und viel Glück. Viel Konjunktiv. Was ist jetzt der Plan? Der Hangar. Wir sollten die Rakete zusammensetzen. Hört sich gut an. Aber was ist mit Paddocks Nomaden? Komisch, sie haben viel für uns riskiert. Vielleicht sind wir ihnen dafür was schuldig. Klar. Aber wenn wir die Rakete nicht endlich starten, weil wir das, wo du da stehst, das ist ungefähr da, wo jetzt mein Kopf ist. Okay, so sieht's bei mir nicht aus. Steht denn hier so eine Mauer hin? Oder Haus? Schauen wir jetzt mal. Wie lange sie zum Hangar? Dann fahren wir doch mal zum Hangar. Raketenspitze anbringen, oder? Wollt ihr mich verarschen? Soll ich auch noch da reinfahren? Ist ja immer noch eine Tür im Bank. Wir müssen... Wisst ihr, ich beschwere mich zwar manchmal. Oder oft. Oder oft. Danke, Dale. Aber alles in allem habe ich hier eine richtig gute Zeit. Mein Fazit? 8 von 10. Jederzeit wieder. Und es war gar nicht mal so schlimm, dich dabei zu haben. Das ganz da oben ist das. Akzeptiere ich mal. Wird euch ein Hangar durch, oder wie? So. Ups. Andere Spinnen werden jetzt die Gegner wirklich neu gespawnt. Hä? Aber stimmt hier nicht. Soll ich durch die ganze Halle durchrennen oder was? Ich weiß es nicht. Also. Ach hier, wir sind dabei, die Wüste zu verlassen. Eine Rückkehr ist nicht möglich. Naja, verlassen. Beenden wir es. Paddock, wir sind zurück im Hangar. Alles sollte okay sein. Gut. Ich soll euch Berts Hinweise vorlesen. Ich zitiere. Geht rein, aktiviert den Raketenmontageprozess, startet besagte Rakete und wettet, dass die Satelliten kompatibel sind. Zitat Ende. Warte, du hoffst, die Satelliten reden mit unseren? Was willst du von mir? Ich kann kaum einen Computer anschalten. Drück den Knopf und sieh, was passiert. Oh Mann, ich verstehe langsam, warum er die Rakete nie gestartet hat. Da waren wir schon mal. Und da wären wir, jedermanns Lieblingsrakete.
Wir sollten runter zur Plattform und einen Schalter umlegen. Ja, und sehen, was passiert. Die hätten hier eine halbe Stadt verstanden. Wieder einsteigen. Es ist riesig. Ja. Da hat sich jemand ganz schön abgeplagt. Das stimmt allerdings. Ich hoffe, das klappt. Paddock, die Rakete wird montiert. Vorsicht! Hier drin ist ein verdammter Häscher! Ja. Mistkerl! Weißt du, ich glaube, das war Absicht. Wen interessiert's? Wir müssen die Raketenspitze wieder startklar machen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aha. Oh Mist, der Häscher wieder! Aua! Kind. Ja, verdammt. Aua. Nicht mit mir, ich bin gleich bei dir. Das ist schlecht. Sadie, komm schon. Wir sind Science! Jetzt wollen sie auch nochmal. Mach das nicht nochmal! Ja. Du bist tot! Ja. Hab sie! Deckungsfeuer! Okay, alle erledigt. Wir müssen auf den Kran und die Spitze neu ausrichten. Jack, wir müssen das Teil hier ausrichten. Alles klar, wir sind wieder im Spiel. Dann klettere auf die Rakete und dann direkt zur Startrampe. Dann ab ins All. Mit uns drauf. Laufende Mannmarsch! Holt sie von der Rakete! Ich bin jetzt out of money. Alles klar! Alle erledigt! Alles klar. Siehst du, es geht was los. Passiert? Also, für unsere Verhältnisse lief das doch alles ziemlich komplett ab. Runter von mir! Fass! Hinter dir! Heilige Scheiße! Fass!
Mann! Danke! Deine Dankbarkeit rührt mich wirklich zu Tränen, glaub mir! Aber zur Info, ich häng hier an einem beschissenen Zug! Oh, stimmt, stimmt! Naja, eine Rakete. Die auf einem Zug ist. Ja, aber genau genommen hängt da an der Rakete. Rindenkacker. Kapitel 4, ein kleiner Schritt. Die Rakete wäre abgeliefert. Was jetzt? Jetzt richten wir sie auf. Per Hand, wie es aussieht. Wir müssen also den Kontrollraum finden. Ja, und den Start einleiten. Was? Und dann zurück zur Basis. Ach, verdammte Scheiße. Wenn mir einer gesagt hätte, wie viel Arbeit das ist, mit euch rumzuhängen. Okay, mal sehen. Die UUR hat das wahrscheinlich nicht für ein Jack-Interface konzipiert. Na gut, Jack, los geht's. Nicht so schüchtern. Okay, das ist doch genau das, was passieren soll, oder? Das macht's aber nicht weniger ungemütlich. Danke dir. Das war's auch schon. Hat irgendjemand eine Rakete bestellt? Paddock, wir brauchen eine Übersetzung. Warte mal kurz, du hast den Flügel geleitet? Schon möglich. Dann nicht raus da, jetzt! Los, los, los! Was? Hey, hier runter! Los, los! Okay, das wird alles gut. Oh, das ist nicht gut. Was zur Hölle ist das? Hallo. Vorsicht! Hat jemand eine zündende Idee? Mist, es zerquetscht die Plattform! Wir sitzen in der Falle! Es muss wieder loslassen! Hey, schießt auf die Tracheen! Was zum Teufel ist eine Trachee? Die offenen Stellen, das ist unsere Chance! Klasse, in den offenen Stellen sind Egel! Hey, da muss aufgehen. Mehr Egel! Scheiße! Gott verdammt! Er kommt wieder zurück! Die Tracheen, feuern, wenn sie offen sind! Ich hab noch zwei Schuss. Bist du noch da? Ja. Ruhig bist. Es muss jetzt wieder loslassen! Nur noch einer übrig! Es zerquetscht uns! Mehr Egel! So, das war's! Und wie kommen wir runter? Einfach laufen. Mir läuft die Zeit davon. Scheiße, es ist noch nicht fertig mit uns. Der will gar nicht uns, sondern die Rakete. Luke, der Weg nach unten. Er hat die Rakete und will den Start verhindern.
Schieß dahin, wo es weh tut! Hier gibt's viel Munition. Scheiße! Scharf! Scharf! Knallt ihn ab! Genau. Schießt auf die Schar! Die ist auf dem Bock! Es klappt! Los, nochmal! Die ist auf dem Feuer! Feuer! Der Letzte! Feuer auf die Schar! Konzentrieren! Schnell! Eine ist offen! Es lässt die Rakete los! Oh, Scheiße! Wow. Zeit, ich war nach oben, mich jetzt runter teleportiert. Los! Tatil Ugan, ne Schattik. Was erzählt er? Der Lift nach unten! Gesundheit, hat er gesagt. So. Zeit zu gehen! Jetzt kommt der Kopf, wa? Stimmt. Oh, Mann. Ist das ein Steingesicht? Sind alle okay? Ja, aber wir sind unter den verdammten Maschinen! Wir müssen hier raus! Elender Mistkerl! Zurück! Zung? Jetzt auch noch Zung? Haltet sie auf! Wir sitzen hier mit diesem Ding fest! Wir müssen raus hier! Er hat Kate! Feuer! Oh. Löse Stromte vom Pasus. Pasus mir wird jetzt gesehen in 10 Minuten. Dass er mich geschnappt hat, der Sack. Die Zunge greift an! Wie viele Zungen hat denn der? Er hat Nels! Er hat Faust! Oh, der hat mich. Verschwindet! Gehen wir! Verdammt nochmal! Zu früh gefreut! Da ist der Ausgang! Scheiße, es versperrt den Weg! Dann macht ihr es richtig sauer! Vorsicht jetzt! Zieht auf die Zunge! Lady! Schieß auf die Zunge! Dell! Schieß auf die Zunge! Es hat ihn auf die Zunge! Vorsicht, die Zunge! Wie viele Zunge hat der? Cake wurde gepackt! Auf die Zunge konzentrieren! Zieht sich zurück! Nein, tut er nicht! Jetzt geht er. Oh shit, die Rakete startet! Ausgang frei! Raus, los! Jetzt aber raus hier. Los, los, los! Oh.
Ab wann sind wir sicher? Lauf weiter! Vielleicht finden wir es dann raus! Wir schaffen es nicht! Keine Kinder! Steigt in den Bus! Ja, es ist Paddock! Na los, komm schon! Scheiße! Komm schon! Zeit, dich mal wieder zu retten! Warte, zählst du etwa mit? Alle drin! Wollen wir fliegen? Hättest du, glaube ich, nicht überlebt. Na, das war auch... Kapitel 4, Akt 4, Kapitel 1, Heimatfront. Chorsteuerung. Au. Ja, ich hab mir wohl eine Rippe geprellt. Was ist da so ein Juifierer? Heimat der Unternehmer, Technikfaschisten, Reaktionäre und Feiglinge. Ja, und es gibt richtige Nahrung, sauberes Wasser und Duschen. Ach, wer's braucht. Delta, willkommen zu Hause. Komm sofort in meine Werkstatt. Ich schicke jemanden, der die Peilsender abholt. Verstanden, Bert. Sind auf dem Weg. Nach Ihnen. Hey. Vielen Dank, übrigens. Ach, es gibt keinen Grund, mir zu danken. Oh, ist die Band wieder auf Tour? Soll ich euch ein Bild fürs Fotoalbum knipsen? Jetzt mal. Gott, bist du ein Arschloch. Hör doch auf, dich in mich zu verlieben. Ernsthaft, das ist peinlich. Und wie sieht's aus? Reden die Satelliten miteinander? Naja, bisher haben sie sich noch nichts zu sagen. Also dann, Kinder, Lehrstunde. Und jetzt, passt auf. Na klar, schicke Demo-Bird, aber klappt das dann auch? Naja, wir brauchen einen Probeschuss. Keine Probeschüsse. Wir brauchen ein richtiges Ziel. Wenn wir Ziele auswählen, sollte da nicht jemand mit militärischer Befugnis hier sein? Du bist Faas, oder? Ja, Sir. Halt dein Maul, Faas. Der Schwarm hat eine Königin. Also hat er irgendwo einen besonderen Schwarmstock. Einen Nexus. Und da ist er verwundbar. Okay. Und wie finden wir den? Gar nicht. Du kennst ihn vielleicht schon. Wie kommst du darauf? Ich will ehrlich mit dir sein. Als du weg warst, hat Jin die ganze Zeit davon geredet, dich wieder mit dem Schwarmverstand zu verbinden. Wie bitte? Was? Keine Sorge, ich hab's ihr ausgeredet. Aber du musst versuchen, dich an deine Vision zu erinnern. Jedes Detail. Gibt es etwas, das uns helfen könnte? Nein, ich meine... Zumindest glaube ich es nicht. Wir übernehmen ab hier, Sergeant. Entschuldigung, wie wär's mit Anklopfen? Ministerpräsidenten müssen nicht klopfen. Das sehe ich anders. Jin, ich hab's gesagt. Auf keinen Fall. Und was meinen Sie? Naja, angesichts dessen, dass das Ding, das mich mit dem Schwarm verbunden hat, tot ist. Wir haben es übrigens getötet, gern geschehen. Und angesichts der Tatsache, dass ich Ihnen... kein Stück traue, lehne ich dankend ab. Festnehmen. Was? Jin, sind Sie irre? Ma'am,
Iris, was ist passiert? Mehrere Bedrohungen geortet. Ruinen von Old Ephyra. Außenkamera 16. Außenkamera 15. Kamera 10. Ach, verdammt. Sie sind hier. Dann gehen wir da raus. Okay, hab's geschnallt. Sie können helfen, das zu beenden. Ha, Lady. Was zum Teufel glauben Sie, was ich hier tue? Delta, hierher. Ich hoffe, wir haben einen Plan. Haben wir. Das hier ist ein Peilsender. Was du nicht sagst. Die haben wir mitgebracht aus Vaska. Mal halblang, Lieutenant. Ich arbeite hier nur. Das Ding ist, wir müssen die Teile über die Altstadt verteilen. Cole und Fars haben schon welche. Also, wo platzieren wir unseren Peilsender? East Barricade Academy. Sobald er platziert ist, habt ihr einen aktiven Hammerradius und könnt dann zurückschlagen. Verstanden? Klar. Hört mal, ich will ehrlich mit euch sein. Gleich wird's ziemlich hässlich. Dann passen wir eben aufeinander auf. Genau wie immer. Sind wir dafür Waffen? Granate, also. Mir erst den Sender auf der Straße zu platzieren. Jetzt hab ich auch unsere Wörter. Ja. Merkt, Sierra Trupp rückt mit dem Sender aus. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Delta. Viel Glück! Bert, hey. Wo gehe ich hin? Direkt, der Sender ist zum Grab der unbekannten Soldaten. Pilot, bringen Sie uns dorthin, wo auch immer das ist. Achtung, das sind Träger! Delta, helft meinem Trupp, das Gebiet zu sichern! Alles klar, Carmine. Achtung, sie sind hier! Haltet sie von Stück. Ihm fern! Peilsender platziert! Bert! Wie lange noch, bis ich das Ding abfeuern kann? Wir dauern ein paar Sekunden. Was, wenn wir keine paar Sekunden mehr haben? Shit, die verdammte Anzeige hängt bei 83%. Oh, dann enthängen Sie! Und jetzt, Feuer! Ah, der Hammer ist wohl wieder online! Und noch einmal! Sind erledigt. Alter, schon. Da sind noch ein paar Nachzügler übrig. Oh, hallo. Der Megatron Train passt auf dich auf, Baby. Zeig dir ein paar Ziele. Also, sein. Darf ich den auch mal steuern? Nein. Oh. Den Steuercode. Das waren alle. Der neue Hammer funktioniert. Ja, aber nur in der Nähe dieses Senders. Vier müssen noch aufgestellt werden. Alles klar. EBA direkt voraus. Los, Delta. Wir bewachen den hier. Scheiße. Sackgasse. Hier sofort drei, durftest du ja so ein Ding steuern. Keine Sorge, Delta. Ich hab Zeit für einen Assist, bevor so einen fetten Bossfight war das. Los, auf den Wagen, Delta. Cole, wenn du fertig bist, bring deinen Sender zur Zielposition. Danke fürs Mitnehmen, Cole. Mach es, Schatz, mit dem Rücken. Ich helfe, wo ich kann. Die Akademie ist nah. Kämpfen wir uns durch. Munition wäre mal cool. Der Regio-Trupp kann nicht landen. Unser Raven steht unter Beschuss. Landet einfach so schnell ihr könnt und platziert den Sender. Das gilt übrigens für alle Trupps. Die haben hier eine Menge Wärmesignaturen. Na, wegen dieser ganzen Verantwortung habe ich die Armee verlassen. Wir müssen ihn aufhalten. Delta ist unterwegs. Nichts wie raus hier los. Gerade rechtzeitig. Verflucht, da ist ein Swarmack. Dad, der Peilsender. Wir brauchen den Hammer. Negativ, negativ! Befehl aufheben! Platzieren im Gebäude auf der anderen Hochseite! Willst du mich verarschen? Warum?
müssen die Abdeckung maximieren! Darum! Verdammte Scheiße! Okay, Berg, unterledigt! Hey, Lima! Lenk das Ding ab, damit wir vorbeikommen! Roger, Delta! Ich lenke ihn ab! Hey, Arschloch! Hier rüber! Schaff, du Idiot, geh wieder in Deckung! Ach, komm schon! Vielleicht Munition, die brauche ich. Und Dad, hattest du Old Ephira so in Erinnerung? Ja, James, ein verdammter Ausflug in die Vergangenheit. Wow. Mal ganz ruhig mal. Dad, Schiss! Das kannst du öfter. Oh, stell mich vor, ich bin mein Schild, Junge. Bert, es gibt Neuigkeiten. Der Coldstream-Sender ist bereit. Das wären zwei. Gute Arbeit. Ich schicke einen Satelliten zu dir. Dann lass es mal Feuer regnen, Baby. Yeah. Ein Defensor, Junge. Oh Mann, das war viel Arbeit. Auch wenn der Swarming tot ist, wir müssen den Sender platzieren. Flipp gemacht. Oh, ich will die Munition aufheben. Gebäude säubern, sonst können wir den Sender nicht platzieren. Schnapp sie dir! Hier liegt noch ein Munitionspäckchen. Achtung, Aufseher! Bleib mal ruhig. Geht aber nur auf mich, gell? Ja. Da hätte es irgend so ein scheiß Soldat. Guck mal, ob ich den krieg. Er ist tot. Okay. Sicher! Markus, stell den Sender auf! Bin dabei, brauch Deckung! Da müssen wir ein alles in den Kopf hier, ey. Bert, Sender bereit! Ich sehe das Signal! Schnappt euch die Ziellaser! Geschafft! Ziellaser. Und was machen wir jetzt? Markiert das Ziel mit dem Laser! Die Satelliten machen den Rest! Töten wir sie! Delta, der Schwarm kommt jetzt dran. Oh, Scheiße. Noch mehr Magen sind im Anmarsch. Sieht ziemlich tot aus. Gar nicht OP, die Waffe.
Gibt's da einen Multiplayer? Das war's. Akademie sauber. Bert, die Maden haben unseren Raven erwischt. Verwundete und Gefallene. Wir brauchen Hilfe. Jetzt! Oh, shit. Verstanden, Paddock. Delta, Paddock braucht Hilfe beim Grab. Alter, dein Ernst. Weißt du, ich hab das hier noch nicht mal richtig losgelassen. Ich hab's nur kurz drauf gedrückt. Ist ja witzig. Wollen wir wissen, ob das geht. Bei mir kam der Schrein noch nicht mal runtergefeuert und du bist gestorben. So viele Freunde hat. Da brauchen wir echt keine Feinde mehr. Hey, was soll das heißen? Nicht so wie ich es gesagt habe. War doch nur ein Test. Ja, ja. Jetzt rennst du auch in meinen Schuss rein. Mhm, natürlich. Ja, Mann. Verflucht, da ist ein Swarmack! Dad, der Pfeilsender! Ja, genau. Wir brauchen den Hammer! Du bist schuld! Negativ, negativ! Befehl aufheben! Platziere ihn im Gebäude auf der anderen Hochseite! Willst du mich verarschen? Warum? Wir müssen die Abdeckung maximieren! Darum! Na, verdammte Scheiße! Ernst? Okay, Bert, wird erledigt! Hey, Lima! Lenk das Ding ab, damit wir vorbeikommen! Roger, Delta! Ich lenke ihn ab! Mach so lange den... Hey, Arschloch! Wir gehen. Hier rüber! Bert, es gibt Neuigkeiten! Der Ausrichter! Das wäre zwei! Gute Arbeit! Ich schicke einen Satelliten zu dir! Lass es mal Feuer regnen, Baby! Jetzt den Großen und den Aufseher hier am Hals. Ja, alleine wird das nix. Leute, wir sollten nochmal zurückkehren. Wir müssen den Sender platzieren. Bedeckt. Rose ist tot. Flankiert die Menschen. Ich bin die ganz hinten hier, aber mal her. Boah. Was geht hier? Wo ich bin's überrannt. Mal übelst viele Soldaten. Meine Moon ist bald, Alter.
Die stillen hier ihr Leben, Junge. Ziel gefälligst! Na Markus, kannst du das Ding jetzt hinsetzen? Oder musst du erst noch die da unten halten? Guck mal, wie so unten alle stehen! Oh, warte mal. Hab sie! Granate raus! Das gibt eine schöne Granate. Hab dich! Wow. Markus, du hängst aber jetzt nicht hier an der Wand fest, oder? Alter. Hab sie! In den Schwarm im Gebäude erledigen. Ziel ausgeschaltet. Siehst du noch irgendwo jemanden? Nein, warte mal. Da hängt Markus schon wieder. Ach, das Spiel riecht einer. Upgrade, tödliche Überladung, was ist das jetzt hier? Hab ich doch gerade gefunden. Okay. Das jetzt. War's. Akademie ist sauber. Bert, die Maden haben unseren Raven erwischt. Verwundete und Gefallene. Wir brauchen Hilfe. Jetzt! Oh shit. Verstanden. Oh lol. Die wir jetzt getötet haben, waren eigentlich die wir mit dem Laser getötet hatten. Verstanden, sind unterwegs. Der Rauch kommt von Echos Absturzstelle. Ihr drei schwärmt aus. Ich bleibe zurück und schütze den Sender. Wir sehen uns dann drüben, Dad. Verlass dich drauf. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Du hast das Spiel kaputt gemacht. Zeigt immer noch, stellen Sie den Peilsender. Komm doch mal her jetzt hier. Das steht da unten die ganze Zeit. Wo ist denn der? Auf! Soll ich die Schuppen bis dann auf oder was? Vorsicht!
Es ist immer halbfertige Spiele auf den Markt werfen. Echt. Dann halt noch einmal alles. Ist ein Swarmack! Dad, der Peilsender! Wir brauchen den Hammer! Negativ, negativ! Befehl aufheben! Platziere ihn im Gebäude auf der anderen Hofseite! Willst du mich verarschen? Warum? Wir müssen die Abdeckung maximieren! Darum! Verdammte Scheiße! Okay, Bert, wird erledigt! Hey, Lima! Lenk das Ding ab, damit wir vorbeikommen! Roger, Delta! Ich lenk ihn ab! Hey, Arschloch! Hier rüber! Idiot, geh wieder in den Verflucht, Digga! Gott, ich bin ruhig stehen, Junge. Und Dad, hattest du Alter Führer so in Erinnerung? Ja, Dad. Ein verdammter Ausflug in die Vergangenheit. Das war viel Arbeit. Auch wenn der Swarming tot ist. Bert, es gibt Neuigkeiten. Der Coldstream-Sender ist bereit. Das wären zwei. Gute Arbeit. Ich schicke einen Satelliten zu dir. Dann lass es mal Feuer regnen, Baby. Gebäude säubern, sonst können wir den Sender nicht platzieren. Geschaltet. Achtung, Aufseher! Ich wurde so stark gegen den, ja. Könntest du das Ding mal hinstellen, Junge? Hier ist noch einer. Drinne. Feind ausgeschaltet! Sicher! Markus, stell den Sender auf! Bin dabei, brauch Deckung! Ja, endlich! Bert, Sender bereit! Ich sehe das Signal! Schnappt euch die Ziellaser! Geschafft! Und was machen wir jetzt? Markiert das Ziel mit dem Laser! Die Satelliten machen den Rest! Töten wir sie! Delta, der Schwarm kommt jetzt dran! Oh, Scheiße! Noch mehr Maden sind im Anmarsch! Einer weniger. Ah!
ausgeschaltet. Das war's. Akademie ist sauber. Bert, die Maden haben unseren Raven erwischt. Verwundete und Gefallene. Wir brauchen Hilfe. Jetzt! Oh, shit. Verstanden, Paddock. Delta, Paddock braucht Hilfe beim Grabmal. Verstanden. Sind unterwegs. Der Rauch kommt von Echos Absturzstelle. Ihr drei schwärmt aus. Ich bleibe zurück und schütze den Sender. Wir sehen uns dann drüben, Dad. Bert! Sierra Trupp hat den Sender platziert! Wir stehen unter starkem Beschuss! Wie schnell kriegst du den Satelliten über uns? Einer ist auf dem Weg zu euch, Sierra! Ich nehme an, das Ding hat keinen Turbo! Nein, aber keine schlechte Idee! Iris, notier das! Hab ich mir bereits notiert. Ding macht Musik. Als wollten die hier einen Schwarmstock errichten. Ja, direkt vor unserer Haustür. Erklärt den Aufseher, den wir erlegt haben. Wie konnten die das so schnell alles herrichten hier alles? Weil es viele sind. Achtung! Das sind nicht viele. Das gefällt mir nicht. Der steht scheiße. Musst du denn das machen? Ich bin noch unsichtbar. Ach, viel gekriegt. Sehr selten, ne? Oh. Hast du ein Geräusch gehört? Drei Leute mit Tarnfähigkeit ineinander. Scheiße. Ey. Ich brauche hier sofort Hilfe! Oh. Da kommt nicht gereicht bei dem. Ich bin sofort da! So, danke. Das brauchte ich. Noch mehr. Ja. Mit dem Hammer kann man den nicht in den Stiefel. Ich hab nur eben noch den Hammer ausgerüstet gehabt. Schlecht. Den solltest du nicht ausrüsten. Achtung, da ist ein Klotz! Schnapp sie dir! Jack, übernimm das Ding mal, dankeschön. Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Delta, wo bleibt ihr? Erhöht mich, Martiere! Wir sind auf dem Weg, Paddock! Haltet durch! Erwischt!
kommen denn hier noch? Wo sind kaputt oder was? Die Gleise ist abgelaufen oder so. Junge, bleib doch mal hier, aber. Oh. Ey, stimmt. Ist noch nicht weg. Hey, der Große ist hier noch. Uhrname ist abgelaufen. Werfe Granate! Oh Mann, ich bin getroffen! Guter Assist, Jack! Au! Das war's. Ich wollte es doch mal. Der könnte Borderlands 3 Schrot sein, ja. Ich hab nur noch einen Schuss. Ich sehe hier keinen Weg weiter. Vorschläge? Jack, schock den Lift. Das ist unser Weg. Los! Oh, eine neue Waffe. Paddock, wir sind fast da. Wie ist dein Status? Scheiße. Los, Beeilung. Leute, dort ist das Grab der... Verfluchte Scheiße. Delta, ich kann das Hammernetzwerk erst kontrollieren, wenn alle fünf Sender platziert sind. Paddock hat den letzten. Wir sind jetzt auf dem Weg zu ihm. Konzentriert euch auf den Sender. Alles andere ist nebensächlich. Paddock sehe das auch so. Verstanden. Na los, rein da! Blinkt da das Schild so. Ah ja. Los jetzt, nimm die andere Seite. Ah, mach das weg! Scheiße, töten, töten! Fuck, diesen Springer da! Sichert das Grab, rettet wen ihr könnt! Das kann ich den ganzen Tag machen, wo Jaskua Lot geht. Na kommt schon, wer von euch will als Nächster sterben? Paddock, Delta ist hier! Höchste Zeit, hilf mir jetzt mit den Garayaski! Das Feind ausgeschaltet. Er schafft das schon. Er schafft das schon. Dann keine Löcher gegraben. Habt ihr genug? Tot! Verköpfen. Paddock, ist dein Sender okay? Ja, das war's noch nicht. Bereit!
Da sind noch mehr! Ihr habt ihn gehört! Bereit machen! Jäger! Achtet auf ihre Bögen! Hab sie! Oh shit! Die Nester öffnen sich! Wir müssen sie schließen! Es wird sterben! Komm hier schon! Gute Arbeit, Jack! Erwischt! Drohnen, linke Seite! Junge, Junge, Junge! Leute, ich stecke in Schwierigkeiten! Boah! Aua! Ach du mal, Freddy. Oh, hallo. Du bist okay. Boah, sag doch was, dann komm ich zu dir. Freddy war ständig der Pass. Scheiße, noch ein Nest! Hab sie! Granate raus! Ach, rechte Flanke! Voll leer hier alles, ey. Ja. Wow. Nein, von rechts! Alter. Ich bin am Boden! Wow. Hab dich! Hier ist hier einer, das Punkt werfen. Oh, lass mal ein Stück zurückgehen, hier kommen wir gerade überall. Komm her! Weil die von hinten? Ja, deswegen. Der ist tot! Oh, Scheiße, ich bin getötet! Hör auf zu keulen! Ich helfe dir ja! Boah, das er rennt in meinen Schuss rein. Komm mal, den Bastion hicken. Ein Aufseher und eine Bastion! Nee. Du bist tot! Oh, weg mit dir. So nur eine Aufseher, Junge. Klar. Es liegt doch was so beschissen, ey. Ja, ja, führt immer hin und her. Oh, auf den Keks. Da. Nicht abschießen, ich muss gerade den Rücken hin. Endlich. Gezeigt. Gut, wir sind hier fertig. Würde ich mir gerade aufheben. Alles klar? Das weiß ich doch nicht. Ich hatte schon schlimmere Tage. Unser Sender steckt im Raven-Wrack fest.
Vielleicht kriegt ein Toaster das ja hin. Hey, guck, hol Echo Sender runter. Hier ist noch ein Lenser. Ich bin voll. Fast voll. Danke, Jack. Jetzt platzieren. Ich hab ihn. Jetzt bin ich aufheben. Schwerer als er aussieht, was? Unser Plan war, den Sender über dem Grab zu platzieren. Tut das. Ich verteidige die Vorderseite. Oh, und falls ich sterbe, war gar nicht so übel, mit euch zu arbeiten. Gleichfalls, Paddock. Gehen wir, Delta. Doch, du müsstest mich jetzt noch beschützen. Sender ist in Position. Genau rechtzeitig, Delta. Schwarm im Anmarsch. Ich dachte, alle Peilsender sind online. Hast du nicht die Kontrolle? Ja und nein. Die Sender synchronisieren noch. Verteidig das Gebiet. Hab eines der Ziele erwischt. Alter, was kommt das nicht? Komm schon. Oh ja. Du bist tot! Wenn sie echt nochmal will. Und noch ein! Unten bleiben! Hab ihn! Springer! Ach du Scheiße, eine Menge Springer! Das heißt mehr für uns zum Grill! Erwischt! Hab dich! Und es ist halt. Ja, ich denke, der Stand rein. Da war er zurück, komm her. Du bist tot! Wieso ist meine Lens auch nicht da? Keine Ahnung. Hesche auf dem Dach! Feuer! Delta, hier ist Sierra. Wie sieht's bei euch aus? Fass, wir sind hier gerade etwas beschäftigt. Ich trommle die Leute zusammen, falls wir uns zur Mauer zurückziehen müssen. Wir müssen die Dinger unbedingt von der Stadt fernhalten. Verstanden. Aber sag Bescheid, wenn du mich brauchst. Verstanden. Leute, ich stecke in Schwierigkeiten. Boah, was? Guter Assist, Jack. Du bist tot! Das sollte der letzte gewesen sein. Natürlich. Bert, wir sind hier fertig. Sind die Peilsender synchronisiert? Falls nicht, solltest du dich lieber beeilen. Oh, keine Sorge, ich sehe sie. Ah, guter Schuss! Oh, Scheiße! Ich glaube, der Kragen ist hier. Delta, was ist los? Der Sender! Ja, war mal. Oh Mann. Die Königin.
enttäuscht! Uns enttäuscht? Was bist du? Wir sind, was du hättest sein können. Du siehst vielleicht so aus, aber du bist nicht meine Mutter! Kill, jetzt! Wir sind vervollständigt, verbunden, unsterblich. Du hattest die Wahl und du hast sie vergeudet. Lebendig oder tot, du gehörst zu uns. Wen möchten Sie retten? Was? Ich kann mich entscheiden. Na, dann entscheide dich mal. Del? Oh, jetzt hab ich bei. Du hast deine Wahl getroffen. Ich hätte die Meldung mit einfach in den Kopf jagen können, die wir da holen. Ihr alle werdet sterben. Nein. Los, komm schon! Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, Markus wird mir jetzt nicht freundlich gesinnt sein. Im Krieg sterben nochmal immer Leute. Kate. Wieso hat sie... Ich kann... Es tut mir so leid. Ich weiß und es tut mir so leid. Er war auch mein Freund. Ja. Aber wir müssen jetzt los. Jack, mach uns bitte Licht. Suchen wir einfach einen Weg raus. Akt 4, Kapitel 2, der Niedergang. Das Gebäude, es stürzt gleich ein. Nicht gut. Einige stürzt gleich ein, es ist doch schon eingestürzt. Wir haben hier ein Problem. Ich weiß. Such weiter nach einem Ausweg. Mist, hier geht's nicht weiter. Hier, ja. Hilf mir beim Heben. Okay, ich glaube, wir kriegen das hin. Mist! Zentrale! Delta hier! Wir sind in Schwierigkeiten! Mayday, Mayday, Mayday! Nein! Ich krieg deine Luft! Ich seh nix. Hilfe! Hilfe! Alles klar! Bin da! Delta zu reden! Hör zu, ihr müsst zu Markus! Er hält vorne die Stellung! Ich muss ein paar Gears zurück zur Mauer bringen! Kate, Bewegung, du hast ihn gehört. Oh, wenn ich mich jetzt für JD entschieden hätte, hättest du dann JD gespielt, oder was? Denk nicht mal. Oder musst halt Jack spielen. Was? Da ist unser Ausweg. Nur die Pistole. Okay, auf die andere Seite. Immerhin funktionieren ein paar Sender. Delta, ich feuere Rauch ab. Ich brauche euch.
Wir sind umzingelt. Wir hören dich, Marcus. Nee, wir kommen. Wir müssen zu ihm. Jetzt. Del, noch eine verdammte Schar. Und ein paar Larven. Fick dich! Die Waffe ist so geil. Gut, aber steht wo da ist immer der Caesar? Hör zu, Del. Du musst dich zusammenreißen. Es hilft nichts, wenn du dich einfach umlegen lässt. Mir geht's gut, Kate. Okay? Mir geht's gut. Marcus, wir sehen den Rauch. Wir sind fast da. Verstanden. Beeilung. Mist! Die haben den Sender zerstört! Berg, der Sender ist offline! Mach Schluss, Kleiner! Rückzug zur Mauer! Scheiße! Verstanden! Dann roll dich zur Seite! Und stell dich tot! Warum dauerte das so lange? Erst vergesst es! Hilft uns einfach hier aufzuräumen! Bin dran! Eine Bastion gibt ihm Deckung! Die mit ihrem Bastion, Ich wollte kurz sagen, das geht dann so auf der Reihe. So ein Ding. Da versteckt sich das Ding auch noch unterm Schild, Junge. Das war's. Wir sind durch. Danke, Hilfe. Hey, wo ist James? Was?
James. Es tut mir so leid. Wir sind noch nicht fertig. Braucht ihr jemanden? Taxi? Hier ist alle zurück an die Mauer. Unsere Peilsender sind offline und der Schwarm ist auf dem Weg. Baird, Delta ist unterwegs. Am besten. Geh einfach, geh! Festhalten da hinten! Haltet sie uns vom Leib! Oh nein, nein! Swarmark! Da nähert sich was! Was? Hättest du nicht einen anderen Tunnel wählen können? Ich versuch's ja! Wir hängen im Schwarmscheiß fest! Tja. Schau, schau! Ja, ja, ich seh's! Wow. Oh, großartig! Delta, wir stecken fest! Ich versuche uns zu befreien! Los da, gib mir Deckung! Mist! Noch ein Peilsender verloren! Delta, das war der letzte Sender! Wir haben den Hammer verloren! Sie kommen jetzt! Fass braucht Platz! Haltet sie auf! Achtung! Scharfschützen! Ja. Nee. Halt für Hast du das jetzt da getan, Bob? Ja. Weil neben mir ist ein NPC gestochen. Ja, ich kuhre und einen Scharfschützer. Geh doch mal hoch! Kannst du ja auch wieder selbst wiederbeleben, gell? Mit Tempo. Ja, wenn du mehrmals A drückst. Du kannst nicht! Du kannst nicht! Nee, bei mir geht das nicht auch. So, dann ist es eine Fähigkeit, die ich durch Dings habe. Ich kann mich selbst wiederbeleben mit der schnell A drücken. Für Schwarm! Nee, Bogen. Sieh uns! Sieh uns! Rauchwurf! Gesehen! Scharf! Natürlich.
Kraft oder nicht? Kletter doch mal hoch, du Schädel, Idiot, Mann. Schwamm ist tot, ja. Schwimmt hier irgendwo noch einer. Hier war noch so ein Larvenvieh in der Treppe. Alles klar, ja. Sie sind tot! Alle wieder rein! Wir sind startklar! Fahr sind drin! Scheiße! Ne Schar! Los, los! Schar, die Schar ist direkt hinter uns! Scheiße! Delta, haltet ihn auf! Ich schalte ihn ab! Wo immer du uns hinbringst, es ist nicht viel besser. Oh, du kannst gerne das Steuer übernehmen, Kumpel. Wir sind Hescher. Shit, der Swarmack ist zurück. Ich sehe ihn. Vorpost los. Der Torbeck überrennt sie, wenn wir nichts unternehmen! Boah, der eine riesen Energieleiste, Junge. Warte, weil die Dings hier müssen. Okay, alle raus hier! Schön, euch alle wiederzutreffen! Beteiligt euch ruhig! Los jetzt, Delta, Stellung halten! Mach dich Geschütz weg, ja. Der Torbeck ist unterwegs! So. Wir müssen ihn aufhalten! Heizt ihm ein! Einfach nur schön draufhalten! Oh. Wo ist das Scheiße? Ha! Kennst du mich noch? Jetzt wird's lustig! Mein Turm oder sowas. Ich wieder in dein Scheißloch! Oh! Als ich lustig gesagt habe, meinte ich lustig für den Coltrane, Baby! Oh! Was zur? Krake, wa? Oh nein! Cole! Alle in den Minotaur, wir geben euch Deckung! Wow! Ja! Ohoho! So leicht wirst du mich nicht los, Baby! Cole, was machst du da? Ich verschaffe euch etwas Zeit! Verschwinde da, Cole!
shit! Nein! Los! Los! Das Gaspedal ist am Anschlag! Schneller geht's nicht! Okay, Fass. Ich glaube, das war's. Ich dachte, wir hätten das Teil gekillt. Nope. Mach es. Ist Cole. Weiß nicht. Oh, Scheiße. Da sind noch mehr. Ah, wir müssen zur Mauer. Ich weiß, wir sind fast da. Oder was hier los ist. Ich kann nicht auf das Lundeback verschießen. Schieße ich ja gar nicht. Okay, Leute, geschafft! Dann alle raus! Macht euch bereit! Delta, wir halten sie auf! Lasst sie nicht über die Mauer kommen! Da kommen sie! Mach doch mal einen Schritt nach vorne, Junge! Nicht! Nachlassen! No. Delta, was macht ihr da unten? Schwingt eure Ärsche auf die Mauer! Komm on! Warte, wir kommen! Ja, das tut die Gefühl mit so meinem Gehirn. Gibt's nicht. Na los, komm schon! Nichts mehr übrig. Die Railgun muss nach jedem Schuss wieder aufladen. Bezieht Stellung an den Türmen und haltet diese Bastarde fern. Ihr habt's gehört, Alter. Diese Schwarm erledigen. Piss dich vom Geschütz, Junge. Oh, die teilen sich, oder was? Es war weniger. Ich bin halt erwischt. Auf die Zungen! Carmine! Wann ist die Railgun bereit? Sobald sie nachlädt! Nein, der hat gerade getroffen. Und hier hat mit Soldaten. Oh, ich bin nachladen. Oh, Stück Scheiße! Runter von mir!
Natürlich. Delta, die Railgun ist bereit. Sie muss nach jedem Schuss nachladen. Mach das Beste draus. Boah, ich darf die Railgun schießen. Jetzt feuern! Friss das! Wow. Im Mund wäre sinnvoller gewesen. Es zieht an rein! Feuer auf die Mandeln! Ach, verflucht! Wow, ernsthaft. Markus ist tot. Dafür können wir doch nix. Weil so ein dämlicher NPC stirbt. Oh Gott, ey. Was hätten wir denn da jetzt machen können? Wow. Auf die Mandeln schießen. Das nenne ich mal durchdacht. Wie hätten wir jetzt Markus retten können? Fertig, das ging alles viel zu schnell. Ziemlich schnell wie die Ladezeiten. Das ist alles schneller als die Ladezeit. Du machst wohl Witze! Oh, auf die Tunnel! Carmine! Wann ist die Railgun bereit? Sobald sie nachlädt! Oh, verdammt. Mal auf die Steine hier kaputt zu machen. Die brauchen wir noch. Schuss! Das hab ich nicht gesehen gehabt. Pass auf, ja. Wieder die Zungen! Gott verdammt! Ja! Du Stück Scheiße! Nein, nein, nein! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Zisch ab! Zisch ab! Lass mich los! Scheiße! Okay, Railgun ist geladen! Nochmal! Mist! Nein, nein, nicht jetzt! In den Rachen! Schieß die Mandeln weg! Warte auf die Railgun! Ich war gerade an der Railgun. Auf die Dinger geschossen, ne? Na, ich muss gerade nachladen. Das ist schlecht. Aber das kenne ich. Boah, der hat jetzt eigentlich immer so lange werden, ey.
hinlaufen. Nein, nein, nicht jetzt! In den Rachen! Schieß die Mandeln weg! Und jetzt? Hey, Arschloch! Schieß doch mal ins Maul! Es ist verletzt, aber es lebt noch! Dann feuern wir, bis die Sache endlich erledigt ist! Fokussiert die Mandeln! Hey, fokussiert die Mandeln! Berg, wir schaffen es nicht! Hammer abfeuern! Sender hin oder her! Geht nicht! Ohne Zielkoordinaten bringe ich euch und die halbe Stadt um! Warte, was? Jake, nein, nein, nein! Jake, was machst du? Bert, was ist da los? Das ist Jake! Er überträgt Senderkoordinaten und er umgeht meine Schusssteuerung! Oh, du! Du schlauer kleiner Scheißer! Aber nicht, wenn wir sie zuerst finden. Wow. Das war's. Was für ein Cliffhanger. Was für ein schnelles Ende auf einmal. Ja, wir haben es geschafft. Gears 5 ist durch. Was sagst du zu dem Spiel? Am Ende war es ein bisschen... Und die...
einmal einen Bereich mit ins Gefilm überlangt, muss ich sagen. Ja, sie wollten dann mal was Neues ausprobieren mit diesen zwei offeneren Bereichen. Gut, hätte nicht sein müssen, ist richtig. Hat Gears of War auch nie nötig gehabt. Aber ansonsten... solides okay. Spiel. Oh. Ach, mit Big Monster drücken. Spielzeit ist eigentlich auch okay. Was haben wir jetzt gebraucht insgesamt? 14 Stunden? 15 Stunden? Ich weiß es nicht. Ja, ich werde jetzt die Quelle jetzt auch mal wegdrücken. Gucken, ob noch irgendwas kommt. Außer Ladebildschirm. Das ist schon mal schön. Nö. Sie wurden erst spielen. Das Spiel wurde beendet. Der Host hat das Spiel verlassen. Habe ich eigentlich nicht, aber okay. Nö, kommt nichts. Ja, dann wird's denke ich mal 3-4 Jahre dauern, bis Gears 6 kommt. Na gut. Dann soll es das gewesen sein mit Gears 5, mit unserem Live-LP, beziehungsweise LP auf YouTube. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday und der Venom. Ciao, ciao.